Leute, was geht ab bei Stadi Performance? Und heute ist ein sehr besonderer Tag. Und zwar, wir haben gerade geöffnet, ich habe Werbung geschaltet. Und wenn ihr mich auch bei Stadi Performance besuchen wollt und eventuell ein Auto kauft, Leute, kommt doch einfach auf unseren eigenen RP-Server. Link zum Discord ist unten in der Beschreibung und da könnt ihr dann einfach drauf connecten oder könnt ihr auch zu Stadi Performance kommen und da Autos kaufen bei mir. Alles funktioniert ganz easy und ich muss jetzt eigentlich nur noch warten, Leute, bis wir einige Kunden bekommen. Ich muss auch echt sagen, wenn ich mir das so alles angucke, Leute, wir haben jetzt so viele Autos, das sieht sowas von geil aus. Ich bin... Hallo? Hä? Hey, hallo. Hallo, kleiner... Leute? Hey, hi, hallo. Hallo, kleiner Junge, wer bist du denn? Ich bin von Timmy, der Sohn. Du bist von Timmy... Leute, stimmt, Timmy hat ja einen Timmy Sohn, und aber... Felix. Ja, Timmy ist selbst so ein Kind, Leute, und ich verstehe... das ist auch egal. Ich will ein Auto kaufen. Wie, ein Auto kaufen? Ja, ich kaufe den Wagen, den Tesla, den Lamborghini auch. Nein, Timmy, Timmy, sei Felix. Hat dir das Timmy überhaupt erlaubt und hast du überhaupt einen schönen Führerschein? Ja, klar. Na, Timmy zahlt das alles. Zahlt alles mein Papa. Timmy, denn, Leute, ich kann doch dem Kind kein Auto geben, Alter. Was ist das denn? Ich zahle auch das Doppelte. Mein Papa zahlt. Ja, hast du denn Geld dabei, Tim, Felix? Das geht auf Rechnung. Ich möchte, was kaufe ich denn? Leute, ich kann den kein Auto geben. Sollen wir den Leichenwagen geben? Warte mal. Timmy, komm mal mit, Felix. Oh, Leute, Timmy, Felix. Kann ich dich auch einfach Timmy nennen, Alter? Du siehst nämlich genauso aus wie Timmy irgendwie. Nur, dass du kleine bunten Haare hast. Ist ein Auto, okay. Ey, Leute, guck mal, nee, den Rasenmäher wollte ich eigentlich behalten. Den Rasenmäher verkaufe ich hier nicht. Guck mal, wir haben ja hier drüben noch. Was ist das denn? Das ist ja voll cool, ey. Ja, das ist ein richtig cooles Auto. Und guck mal, wer hier hinten drin ist. Und zwar, hier ist nämlich Dr. Frankenstein drin. Oha. Erschreck dich aber nicht. Ich hab voll Angst davor, ey. Oh Mann. Felix, ganz ruhig. Willst du das kaufen? Ja, ich kauf das. Ja, du, Felix, das kannst du, damit kannst du in die Schule fahren und kannst denn so die Kinder damit erschrecken. Ja, ist okay. Ja, das kostet aber dieses Auto 3 Millionen Dollar. Das ist dir klar, ne? 3 Millionen? Ich geb dir 4. Timmy zahlt. So, jetzt reicht's mir. Komm, Schlüssel ja, her. Ja, hier, so. Du, ich will auf jeden Fall das... Aber du kannst auch schon Auto fahren, ne? Ja, na klar, so. Das ist der Vorwärtsgang. Mal rückwärts, rückwärts. Ja, okay. Leute. So, tschüssi. Tschüssi. Oh Gottes Willen, Leute. Oh mein Gott, ja, ist doch egal. Er hat gesagt, Leute, er kann Auto fahren und alles drum und dran. Nicht hier lang. Bitte runter von meinem Grundstück hier. Das wäre sehr, sehr nice. Danke. So ein Lärm hier. Leute, was ist da vorne los? Ich sag doch, jetzt wo ich Werbung geschaltet habe. Lärm, ey. Was ist denn hier vorne los, Leute? Jetzt, wo ich gerade Werbung geschaltet habe, geht's hier richtig ab. Wo kamen denn die Stimmen her? Hä? War das hier? Raus aus meinem LKW, Alter! Ich glaube, ich dreh durch! Was willst du denn, ey? Raus hier! Ich will ein Auto kaufen! Du willst ein Auto? Ja, klar! Trinken Sie da Alkohol? Nee, das würde ich niemals trinken. Das ist Orangensaft. Ja, okay, wenn das. Wer ist denn das da hinten, Leute? Was fährt der denn da rum? Hey Leute, ich glaube, der ist betrunken, Alter. Ich werde einfach veräppeln, Leute. Wie viel Geld haben Sie denn dabei? Ich habe mein Konto aufgelöst. Ich habe alles bar dabei, weil ich ein bisschen was trinken holen will. Ich habe jetzt 5 Millionen dabei. 5 Millionen dabei? Ja, okay. Zeigen Sie die mal. Zeigen Sie mal die 5 Millionen. Okay, warte. Leute, das sind 1000 Dollar, die der dabei hat. Was labert der mit 5 Millionen? Ja, und zwar folgendes. Wir haben gerade ein brandneues Auto bekommen. Und ja, zwar, super. Das ist so ein Elektroauto. Setzen Sie sich mal hier rauf. Das steht direkt hier. Setzen Sie sich mal rein, meinte ich. Da müssen Sie sich mal. Dann halten Sie mal kurz mein Geld hier. Ja, ich halte das mal kurz. Dankeschön. Ja, danke. Ja, das ist das neue Elektro-Sommerauto. Ah, und wo ist denn der Knopf hier? Sie müssen treten, hallo? Weil das ist. Hallo, ey! Oh, ey, aua! Ey, vorsichtig! Das ist ja voll schlecht, Mann. Ich will ein schnelleres Auto. Nee, das ist gut. Guck mal hier, komm mal mit. Ich zeig dir das, weil das ist wirklich hier das Neueste vom Neuesten. Du musst richtig in die Pedale treten und dann... Ja. Ey, was ist das denn hier? Ey, Mann, komm mal nach Hause, Bier trinken, ey. Ja, nee, Orangensaft, Junge. Alter, könnt ihr euch mal zusammenreißen oder was? Lass uns mal ein bisschen öfter hier sein. Das ist ja voll cool hier. Ey, raus aus meinem Auto. Lass das mal hier. Ey! Ja.
Aua, Auto stehen lassen, Auto stehen lassen. Ey, aus dem Auto. Ey, Freddy, mach das nicht. Ey, Alter. Oh nein, Leute. Freddy. Oh mein Gott, was ist das denn? Ey, lass ihn kurz zurück. Egal, Leute, ich hab eh sein Geld, Das kriegt er nicht zurück. Ey. Ich tausche das Auto gegen eine Kiste Bier ein, so, ey. So. Umdrehen oder ich schieße. Ganz Freddy, ich rette dich. Alter, was ist das denn, Leute? Ey, ich glaube, ich spinne. Da haben die sich hier... Ey, warum? Ich sag euch ehrlich, ich glaube wirklich, wir müssen mit dem Autohaus nochmal umziehen. Ich muss gleich den Smart wiederholen. Hier ist irgendwie, ich habe das Gefühl, dass hier einfach eine schlechte Gegend ist und dass hier nicht so viele reiche Leute wohnen. Wir brauchen vielleicht echt so ein Autohaus in einer reichen Gegend. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so das einzige Problem, was ich an dem Autohaus nicht so mag. Ja, super, Leute. Das hat ja schon richtig super funktioniert. Wir haben ja richtig viel verkauft. Wir haben einfach an den Kleinen für Timmy da... Das, obwohl, es war nicht gar nicht schlecht, Leute. Der Leichenwagen war ganz cool, aber Halloween... Oh, was ist denn jetzt hier, Leute? Na, Ben, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich würde gerne einmal diese Mobil kaufen. Ich möchte ein Restaurant draus machen, ne? Ein Restaurant draus machen? Das ist ein Autohaus. Ja, aber Sie wissen ja selber, hier sind natürlich nicht die reichsten Menschen unterwegs, ne? Ja, das habe ich schon gemerkt. Ich würde es kaufen, ja. Das ist hier eher so Industriegegend, Leute. Also ich muss sagen, so ortstechnisch hätten wir uns vielleicht wirklich ein bisschen was Besseres suchen sollen mit dem Autohaus, aber die müssen halt irgendwie Werbung für die Reichen machen. Nee, ich verkaufe das Autohaus natürlich nicht, Mann. Das ist mein Autohaus. Sie haben mein Angebot noch gar nicht gehört. Ja, ist mir egal, Mann. Das ist Shani Performance. Okay. Ja, gut. Was wollen Sie denn mir anbieten? Ja, so $1 Million. Seh zu, dass du Land gewinnst, sag ich dir. Sonst knallt's. Ah, okay. Alter, will der mich hier disrespekten oder was, Leute? Ich glaube, ich dreh durch. Na gut, so bisher hat's nicht so gut geklappt mit dem Kunden, aber ich bin zuversichtlich, dass wir heute noch... Hä? Leute, was ist... Wer ist das denn? Hey, mach mal ein bisschen Latsche. Hä? Leute, was ist... Hey, das ist das Autohaus. Ah. Hä? Leute, das sind doch diese Monster von Roblox. Hä? Hallo. Okay, Alter. Ja, weg hier. Weg hier vom Autohaus, sag ich euch. Ey! Weg hier. Seht zu, dass du Land gewinnst, Junge. Was knallt's hier? Ey, Leute, was wollten die denn? Das waren doch hier Blue und Orange gewesen. Die gerade hier in Roblox komplett durchdrehen. Aber was machen die denn hier? Ey! Aus dem Autohaus raus, sag ich dir! Schnell weg hier! Aus dem Autohaus raus! Hey, Leute, was wollen die denn hier? Warum machen die denn hier auch so viel Ärger? Ich habe keine Ahnung. Ey, bleibt mal jetzt beide stehen hier! Schnell weg! Ey, stehen bleiben! Seh zu, dass du Land gewinnst! Unser Autohaus! Ja, Leute, ich habe das Gefühl, dass wir heute nur von Dullis umgeben. Hä? Unser Autohaus! Was willst du, Blue? Das ist unser Autohaus. Wir werden uns das holen. Warum denn? Wieso denn? Das ist mein Autohaus. Guck mal, wer da doch ist. Oh, man sieht ihn nicht. Da ein bisschen. Unser Autohaus. Ciao. Tschüss. Bis gleich. Hä? Oh, Leute, ich glaube, ich muss hier mal das Sicherheitsaufkommen ein bisschen verstärken. Das kann doch nicht sein. Warte mal, ich rufe mal vielleicht Timmy an von iCrimex Security, dass der vielleicht hier noch absichert, weil meine zwei Security-Leute da hinten, die kriegen ja nichts gebacken, Alter. Das sind doch diese Hilfsarbeiter von iCrimex Security. Ich muss auf jeden Fall Timmy anrufen, dass er mir hilft. Timmy! Hey, Stani, ja! Ich brauche dich hier auf jeden Fall beim Autohaus, Timmy. Oh, hier sind irgendwelche Obdachlose gewesen, die mich angreifen wollten. Dann waren hier irgendwie Blue und Orange gewesen. Keine Ahnung, Alter. Hey, was machst du da bei der Polizei, Timmy? Ja, ich will reden gleich drüber. Erzähl mal weiter, ja? Ja, ich brauche auf jeden Fall Hilfe. iCrimex Security, alle anrufen. Du musst iCrimex anrufen. Wir müssen das Autohaus absichern. Ratzfatz. Ja, super. Super, Stani. Als guter Freund hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Aber weißt du, danke, Timmy. Nein, vergiss es. Du hast meinen Sohn, Felix, hast du 5 Millionen Auto verkauft. Jetzt hat er damit Leute auch noch... Ey, das kann ich gar nicht aussprechen, das Mann. War nur 4 Nein, Millionen. Nein, das geht nicht. Ich sag dir ehrlich, du hast... Okay, ich hab nicht geprankt, dies, das. Aber das war doch ein cooler Leichenwagen gewesen für Felix. Nein, er wollte den. Felix vergessen. Hat mir gesagt, du hast das erlaubt. Ich hab gar nichts erlaubt. Er sollte sich V-Bucks-Karten holen und kein Auto, ey. Ja, dafür kann ich nichts, Timmy, aber was komm. Was soll denn das? Komm, ja, komm. Ist mir egal. Such dir jemand anderen, beschwer dich bei Max oder so. Hä? Ich gehe zur Polizei und mach da mal eine Arbeit. Tschüss. Naja, gut, Leute, ich sag mal so, solange ich hier bei Stani Performance bin, wird sich eh keiner was trauen, irgendwas zu machen. Schöne Autos könnt ihr hier kaufen bei Stani Performance.
Performance, Leute. Was macht der denn da? Bro. Okay, das ist auf jeden Fall Blue, der hier wieder durchdreht. Hey, unser Autohaus. Alter, was euer Problem war, das ist da die Performance. Oh mein Gott. Ey! Hey, unser Autohaus. Alter, ist das euer Ernst oder was? Oh, Entschuldigung. Das ist unser Autohaus. Das ist unser Autohaus. Warum ist das euer Autohaus? Machen Abflug. Wir wohnen da. Wo wohnt ihr? Könnt ihr nicht wohnen, Mann? Da hinten, komm mit. Da ist ein blaues Auto, das ist meins. Und das ist meins. Nein. Ey! Bleib! Boah, das leuchtet sogar cool. Bleib stehen, Mann! Tschüss, raus hier! Ey, was raus aus dem Auto, Mann! Alter, Leute, ist das deren Ernst oder was? Jetzt reicht's mir, Mann. Ich fahr die jetzt hinterher. Jetzt ist Schluss mit lustig. Alter, ihr bleibt jetzt hier stehen, Junge! Reicht jetzt! Was willst du von uns? Das sind meine Autos, Mann, ganz einfach! Oh, okay. Hier, nimm das, Junge! So, geht doch. Guck mal hier, Leute, wir haben hier einfach platt gemacht. Haha, platt gemacht, Junge, das war's wohl mit Blue. Leute, Blue hat sich wegteleportiert, Alter, was ist das denn für ein Freak? So, das Auto gehört mir, sieh zu, dass die Landgewinn zeigt dir. Hier, nimm das, Junge. Leute, oha. Hallo. Hier, nimm... Oha. Hä, die können sich teleportieren, Leute? Das hat weh getan. Hallo. Bro, okay, Leute, die sind echt crazy, die Typen. Ich muss jetzt zusehen, dass ich schnell die Autos zurückkriege. Bro, dann müssen wir gucken, was wir machen gegen die. So, Leute, ich habe jetzt hier die Autos erstmal zurückgebracht, aber das ist echt sehr, sehr merkwürdig, was heute hier abgeht. Ich muss den beiden irgendwie eine Falle stellen. Guck mal, hier ist ja noch deren Auto, aber die wollen ja irgendein Auto hier von mir haben. Irgendwie der eine will den Lamborghini haben oder so. Ich muss denen eine Falle stellen, Leute. Ich werde jetzt, warte mal, hier, das Auto habe ich ja gerade von Orange geklaut. Wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Ich werde jetzt erstmal das Auto schnell umfärben gehen und ich werde denen eine richtig doofe Falle stellen. Ich werde mir jetzt Autos gleich besorgen. Mit diesen Autos werde ich einfach in Blau und Orange machen. Wenn die nochmal ankommen, werde ich so tun, als würde ich jetzt sagen, okay, ihr könnt das Autohaus haben. Schenkt denen die Autos und dann... werde ich Haftbomben ranmachen und dann BOOM! Explodiert alles und Orange und Blue sind Geschichte. Haha! So, Leute, ich mache jetzt das Auto erstmal hier in Rot. Ich lasse auch das Auto hier drin erstmal stehen. Ich will es nicht vorne hinstellen bei Dings. Nicht, dass die es da direkt sehen und alles und dann irgendwas was machen. Das könnte ja sein, dass die da durchdrehen. Gut, wir brauchen jetzt erstmal zwei Autos, Freunde. Wo kriege ich auf schnelle Welle zwei Autos her? Ich muss zwei Autos besorgen. Das ist halt ganz wichtig. Ich will kein Auto von mir hier nehmen, Leute. Das sind so teure Autos, die ich hier alle habe. Aber ich habe auch Angst, dass die jetzt hier eventuell noch was klauen. So, ich habe jetzt erstmal alle Autos hier reingefahren. Und jetzt werde ich das hier noch mit einem Zaun zumachen. Weil wir müssen jetzt kurz los und zwei so Fake-Autos sozusagen besorgen. So, Leute. Stani Performance ist vorne zugemacht. Ey, das ist richtig geil. Das könnten wir eigentlich öfters machen, wenn wir nicht da sind. Dass hier keiner Ärger macht. Und hinten habe ich natürlich das Gleiche gemacht. Gut, hier sollte jetzt erstmal keiner reinkommen. Wir nehmen jetzt uns erstmal... Ey, gut, dass ich den Rasenmäher vorhin nicht verkauft habe. Damit können wir jetzt erstmal rumfahren. Und wir müssen uns zwei Autos besorgen. Ja, zwei, sag ich mal, so Mittelklasse-Autos, die nicht so auffallen. Wisst ihr, was ich meine? Aber wo die denken, dass die krass sind, aber die sind gar nicht krass. Wir sind natürlich nicht umsonst Study Performance. Wir werden hier einfach zum Schrottplatz fahren, Leute. Und ich werde einfach ein Auto auftunen, irgend so ein Schrottauto. Und dann werde ich denen das quasi so anbieten als Freundschaftsgeschenk, dass sie das Autohaus übernehmen können. Ey, das wird richtig nice, Leute. Wieder mal Plan A gesichert. Moin! Wow. Hallo? Wo ist denn Harry? Ich will ein Auto kaufen. Ja, was willst du ein Auto kaufen? Ich rufe mal her. Harry, komm her. Warte mal. Der kriegt gar nichts bei uns. Der hat mich rausgeworfen vorhin. Ja, weil du randaliert hast und betrunken in mein Autohaus warst. Ich wollte ein Auto kaufen und der hat mich rausgeworfen. Ja, so sieht's aus. Gar nichts, ey. Ist gut, alles klar, Alter. Das so, hier die zwei Schrottautos, du, ne? Die will ich jetzt hier verkaufen hier. Ey, das wird auf jeden Fall Konsequenzen haben. Eure scheiß Schrottplatz mache ich dicht, zeige euch so, wie es ist. Ey, komm gleich zu dir rüber, Junge. Ja. Zu deinen Performance-Mormons, ey. Ja. Boah, irgendwie heute läuft's gar nicht, Freunde. Sonst läuft's ja eigentlich bei Stani Performance, aber heute haben wir nur Ärger wegen diesen kleinen Kindergespenstern da, die nicht mal gruselig aussehen. Keine Ahnung, wer hat denn Angst vor Orange und vor Blue? Das sind doch zwei lächerliche Gestalten. Gut, wir müssen irgendwo anders ein paar Autos besorgen. Ey, Leute, wisst ihr was? Langsam war ich hier wirklich die Schnauze voll. Ich wollte's eigentlich nicht machen. Touren ist gerade nicht da. Ich hab den gerade... Nein, ist das deren Ernst, Alter? Was ist das denn hier?
Orange. Alter, der hat einfach Graffiti an mein Stunny Performance gemacht. Ich glaube, ich dreh durch. Was soll das denn? Aber die sind anscheinend... Oh mein Gott, Junge, was soll das denn? Die haben hier richtig... Ist egal, guck mal, die Wand kommt ja eh weg. Und ja, den Fernseher, den können wir auch austauschen. Also von daher halb so wild. Aber die wollen hier wohl anscheinend doch wirklich richtig Ärger machen. Ich werde einfach die Polizei anrufen. Und dann soll sich die Polizei drum kümmern. Fertig ist. So, ich rufe jetzt hier einfach die Polizei an. Ist mir egal. LSPD, Los Santos Police Department. Einer der besten Autohäuser in der Stadt. Stani Performance hat ein Problem. Und zwar hier Graffiti an meinem... Sie sprechen mit dem Anrufbeantworter. Hä? Und bitte sprechen Sie eine Nachricht nach dem Piepton. Hä, du, ich seh doch gerade bei Ihnen. Achso, ja, Graffiti, und zwar, ja? Mein Autohaus wurde mit Graffiti beschmiert. Ich weiß auch, um welche Person sich das handelt. Und zwar um diese Roblox-Monster hier. Blue und Orange. Ja, ich komm mal vorbei, ja. Ja, alles klar, super, bis gleich. Ja, Leute, soll einmal die... Für was ist die Polizei da? Die Polizei ist da, um Ärger zu klären. Jetzt haben wir Ärger und dann können sie sich auch mal drum kümmern. Und wenn nicht, dann sage ich Tuan Bescheid, denn der wird die... Aus dem Weg, LSPD, Notfall, Sondereinsatzkommando, Notfall, alle aus dem Weg, wir haben eine Witzfigur. Ach so, hallo, Roblox. Oh, nein, Mann, das sind ja, Orange und Blue, die mich hier genau. an, hier, Graffiti. Ja, da. Genau, Graffiti und das... Blue, an der Seite zu, das sind Kinderfiguren. Warum haben sie denn Angst vor sowas? Weil die aggressiv sind, Autos von mir klauen und mein Autohaus übernehmen wollen. Das ja, ist auch alles in den Kameras drin. Ja, genau, ja. Ist ja richtig schlimm. Da ist er! Leute, der war doch gerade hier gewesen, Junge. Schau mal. Haben Sie das gesehen? Der stand hier gerade. Ist nichts. Nee, ist nichts. Ey, hier ist er! Was, wo? Sehen Sie den nicht? Ich hab nichts gesehen. Da ist... Ey, Leute, Mann, die... Wo denn? Ey, der denkt, ich bin verrückt, der Typ. Komm her, Junge. Hier ist er, ich hab ihn hier. Hört das jetzt mal notieren, so. Hören Sie das? Hören Sie die Stimmen? Hören Sie die Stimmen? Der hat geredet. Da ist... Hören Sie mal solchen Mediziner rufen? Was ist denn los mit Ihnen? Ey, der hat doch gerade geredet, Mann. Ich hab ihn doch gerade gesehen. Oh, ey. Mann, ey. Alter, ich sag dir ehrlich, Leute, ich... 43 in alle Einheiten, wir haben hier einen kranken Mann, ja, der sieht Gespenster, ja. Ey, ich sag dir ehrlich, lass es sein, Junge, lass es sein einfach. Ey, Leute, ich sehe doch, dass er den Typ nicht sieht, Junge, der ist da die ganze Zeit, macht sich unsichtbar und sonst was. Euch, hier! Oha, nicht die Waffe zeigen. Aber ich sag dir ehrlich, auf euch Polizei ist auch kein Verlass mehr. Ja, ja. Hier, Junge, ich schieß nicht auf den, Leute, sonst machen die wieder Razzia bei mir. So, wir müssen unseren Plan... Wisst ihr was? Oh mein Gott. Wisst ihr was, Leute? Ich werde einfach die zwei Autos hier nehmen. Guck mal, die zwei Autos stehen hier einfach rum. Die werde ich jetzt umlackieren. Oh Gott, guck mal, die sehen gar nicht so schlecht aus. Die werde ich jetzt umlackieren. Und dann, wenn die kommen, Leute, werde ich sagen, die sollen das Auto sozusagen übernehmen. Aber ich werde vorher das Auto präparieren. Wir werden es drüben in die Werkstatt reinfahren. Ich werde das noch so ein bisschen auftunen, dass das cool aussieht. Selbst schuld, der hier bei Stani Performance auf dem Parkplatz parkt, der muss damit rechnen, dass ich die Autos tune. So, Leute, ich habe jetzt hier das Auto cool getuned, ein bisschen breiter gemacht, neue Kits rangebaut, ganz nice. Aber wir machen jetzt noch, das Auto soll hier für Blue sein. Dann machen wir es natürlich jetzt doch hier so blau. Vielleicht machen wir direkt auch blau. Vielleicht feiert er ja auf so Müll, aber ja, gut. Müssen wir halt einfach machen. Findet der vielleicht cool, so blaue Felgen. Ich mach das Auto auch nicht geil, weil die haben eh keinen Geschmack. Wisst ihr, was ich meine? So, hier haben wir schön noch blau gemacht, Leute. Das Auto für Blue ist fertig. Das werden wir schon mal vorne hinstellen. Jetzt werden wir noch das Auto für Orange fertig machen. Hä? Leute, wieso stehen denn hier Zelte, Junge? Ey, wer hat die Zelte hier hingestellt? Weg damit, Junge. Alter, die werden wir gleich wegräumen. Okay, vielleicht wollen die jetzt hier schon einziehen oder was hier, keine Ahnung. So, das erste Auto ist fertig, jetzt mache ich noch das zweite Auto fertig und dann werden die sehen, was sie davon haben. So, Leute, ich habe jetzt hier das Auto für Orange fertig gemacht. Sieht da auch total cool aus dem Weg. Oh, hier ist auch immer so viel Hä? Ey! Weißt du, du bist schon ein richtig guter Freund geworden. Ja, danke, dass du mich hier wohnen lässt bei dir zu Hause. Kein Problem. Ey, Alter, beide weg hier! Beide weg hier! So, jetzt hab ich ihn, Leute, ich hab ihn... Hey, der hat sich wieder einfach aus dem Staub gemacht, Alter. Gut, wenigstens haben wir den alten Mann hier, Alter, vom Schrottplatz. Die wollten sich hier anfreuen, oder was? Wollten die Campingplatz machen bei mir? So, und jetzt wird mein Plan in die Tat umgesetzt. Ich werde jetzt hier eine Haftbombe dran platzieren. Hier hinten. Ja, Mann, Leute, das wird so geil werden. Und wenn die jetzt kommen, dann werde ich so auf einmal auf ganz freundlich tun. So.
Ah, hallo, Orange! Hallo! Ah, ja, hallo, ihr kleinen Babys. Ich hab so Angst vor euch. Oh. Orange und blau, blaues Auto. Ich klau dir dein Auto. Ja, klar. Klau dir auch dein Auto. Nein, bitte klaut mir nicht mein Auto. Bitte, so komm, wir fahren klaut's weg. Mir nicht. Tschüss. Bitte klaut mir nicht die Autos. Ja, Mann! Das war's wohl gewesen. Guck mal, Leute, da liegen die Beine. Ey, das sind so die Dullis, Junge. Legt euch niemals gegen Stani Performance an. Nicht mal ihr Roblox-Paulberger könnt's gegen mich auch nicht aufnehmen. So, seid nicht den Schmutz, Leute. Stani Performance Autohaus wurde natürlich mal wieder erfolgreich verteidigt. Das war's gewesen. Lasst ein Like und ein Abo. Dann tschüss, bitte.